Hallo, mein Name ist Hubertus Heidmüller und ich bin als Segmentleiter bei Hüsker Synthetik für den Bereich Agrar verantwortlich. Ich möchte Sie gerne in das Thema Lüftung im Boxenlaufstall einführen. Der Boxenlaufstall ist die klassische Haltungsform für unsere Milchkühe. Die freie Lüftung dieses Stallsystems birgt einige Herausforderungen, die unter extremen Bedingungen schnell zu Problemen führen können. Im Winter wird der Stall mit Tierwärme geheizt. Die Temperatur im Raum wird hochgehalten, um technischen Problemen aus dem Wege zu gehen. Doch die große Herausforderung ist dabei die sinkende Luftqualität. Das schadet den Tieren und senkt die Milchleistung. Für eine gute Luftqualität sind Luftwechselraten von 4 bis 6 Mal pro Stunde erforderlich. Doch zu kalt darf es eben auch nicht werden. Gerade in kontinentalen Regionen mit extrem kalten, langen Wintern neigen Betreiber oftmals dazu, den Stall über Wochen komplett geschlossen zu halten. Bei dichter Raumhülle haben die Tiere aber nur 20 Minuten, bis die ersten Schadstoffgrenzen erreicht sind. Ein wahrer Lüftungsspagat. Es ist verständlich, dass die Betreiber die Zuluftflächen im Stall eher geschlossen lassen. Denn das Öffnen einer Jalousie um einige wenige Zentimeter würde bereits einen extrem kalten und sehr unangenehmen Luftstrom einlassen, der wie ein nasser Waschlappen von oben auf das Tier fällt. Eine exakte Regelung der Luftzufuhr und damit eine Verhinderung dieses Effekts ist aufgrund der Genauigkeit der Gebäudeöffnung und der Jalousie gar nicht möglich. Die Lösung des Problems liegt im technischen Aufbau der Wickellüftung. Diese ist mit einem Windschutznetz mit Bremseffekt und einem Netz ohne Luftbremseffekt, das heißt mit 2 Lüftungsstufen ausgestattet. Bei der ersten Öffnungsstufe bricht das Windschutznetz als Hinterlage den Wind zu 93% und lässt somit nur 7% der Windenergie durch. Eine Öffnung von 50 cm mit einem Windschutznetz entspricht einer freien Öffnung von nur 4 bis 5 cm. Das Problem der Genauigkeit wäre damit gelöst. Die Zuluft kann jetzt direkt vor dem Tier eintreten, denn der Luftstrom wird durch das Windschutznetz gebremst. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die feuchte, verbrauchte Atemluft von der Frischluft verdrängt wird und sich mit ihr vermischt. Dieses Konzept steht ganz im Gegensatz zu der konventionellen Lösung mit einem Mauersockel, hinter dem die Kühe in ihrer eigenen Atemluft verweilen. Daher ist es wichtig, dass die Luft unten fein verteilt eintritt. Im Sommer kann die Jalousie weiter geöffnet werden und das offene Netz ohne Bremseffekt wird sichtbar. Die Luft kann großflächig ungehindert in den Stall einströmen. Eine wichtige Anforderung an Lüftungssysteme ist, dass die verbrauchte Luft stets aus dem Gebäude entweichen kann. Im Sommer strömt die meiste Luft aus der gegenüberliegenden Seite. Doch die Luft aus dem Dachraum muss genauso wie die gesamte Luft im Winter durch den Licht- und Lüftungsfürst abgesogen werden. Abluft muss immer raus aus dem Stall. Auch wenn wir mit der Wärme der Tiere den Stall heizen, so dürfen wir doch nicht mit Schadgasen heizen. Verschlussklappen im Fürst sind dabei in jeder Hinsicht kontraproduktiv. Sie helfen lediglich dem Bauchgefühl eines unerfahrenen Betreibers. Ein Fürst mit optimierten Windabweisern kann auch bei sehr geringer Luftbewegung die Abluft aus dem Stall ziehen. Denn die schräge Dachfläche bündelt die Windenergie und erzeugt so den nötigen Unterdruck. Die richtige Stellung der Windabweiser verhindert, dass die Luft durch die Fürstöffnung einströmen könnte. Im Sommer nutzen wir die natürliche Luftbewegung des Windes für den Luftaustausch. Hier wird die Jalousie ganz hoch gewickelt und ein breiter Luftstrom kann ungebremst für die nötige kühlende Lüftung sorgen. Bleibt der Wind aus, benötigen wir eine aktive Unterstützung. Und dafür eignen sich in großen Hallen die Großraumdeckenventilatoren. Diese sollten 3 wesentliche Funktionen erfüllen. Erstens, die Kühe zur Vermeidung von Hitzestress
einem permanenten Luftstrom aussetzen, der die vom Körper abgegebene Warmlufthülle um das Tier abstreift und somit einen kühlenden Effekt erzeugt. Zweitens, einströmende Frischluft homogen im ganzen Stall verteilen und diese auch auf die andere windabgewandte Seite bringen. Und drittens, Homogenisierung der Stallluft über die niedrigste Geschwindigkeit des Ventilators, wenn der Wind nicht durch den Stall einströmen kann. Gerade durch die gelungene Kombination einer gut durchdachten Wickellüftung mit einem effektiven Licht- und Lüftungsfürst und der aktiven Unterstützung durch Großraumventilatoren erhalten wir ein funktionierendes System für jede Jahreszeit. Ich hoffe, die Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.